Leute, ich betreibe Simracing seit mittlerweile ungefähr 8 Jahren in Summe und in diesen 8 Jahren habe ich mir so ziemlich alles zugelegt, was man braucht. Natürlich ein Lenkrad für die ganzen Racing Games, einen Handshifter haben wir mittlerweile, mit dem wir die ganzen älteren F1-Generationen fahren oder auch mal Rally. Außerdem natürlich, was immer dazu gehört, ist auf jeden Fall eine VR-Brille. Also wer VR noch nie ausprobiert hat, auf jeden Fall mal testen. Und das, was ich immer haben wollte, das fehlt eigentlich noch und das ist so eine Art Motion-Plattform. Also wenn du irgendwo drüber fährst mit deinem Auto auf der Strecke über Curbs oder Unebenheiten, dass es sich so ein bisschen durchschüttelt in deinem Rig. Und das Ding, das habe ich mal auf der Messe getestet und zwar in 2022 auf der Simracing Expo in Nürnberg. Und damals habe ich mir gedacht, ey, das ist das ultimative Upgrade, wenn du wirklich in deinem Auto sitzen willst und das Gefühl haben willst, hey, das ist jetzt wirklich mein echtes Straßenauto, was ich da gerade fahre. Und das Problem an so einem Motion Simrig, was dich ordentlich durchschüttelt, das ist schon echt ordentlich teuer. Also wenn man wirklich Geld in die Hand nehmen will, einfach damit es sich auf der Rennstrecke etwas in deinem Sitz durchschüttelt, dann kann man dafür bis zu 9.000 Euro liegen lassen. Und das ist schon echt richtig heftig. Und da kannst du dir fast ein eigenes Auto für kaufen. Auch wenn ich natürlich sagen muss, das, was ich damals auf der Simracing Expo ausprobiert habe, das war schon echt genial, die Strecke unter deinem Sitz zu spüren. Und ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, was es denn für Alternativen gibt und ich bin auf eine sehr, sehr gute Alternative gestoßen. Ich habe mir nämlich vor kurzem einen sogenannten Buttkicker besorgt. Vielleicht haben einige von euch diesen Begriff schon mal gehört. Buttkicker, es ist genau das, was es eigentlich sagt auf Englisch. So ein Buttkicker ist im Grunde, wenn man es mal einfach betiteln will, eine Art Bassbox, die du dir unter deinen Sitz oder eben irgendwo an deinem Simracing Rig anschraubst. Dieses Teil überträgt dann die Streckenvibrationen, Curbs und alle anderen Effekte, die zum Beispiel auch vom Auto auskommen. Wenn zum Beispiel deine Reifen blockieren oder du hast einen Motorschaden, alles merkst du dann über das Gestänge, in dem du sitzt. Und wir haben ja schon mal so eine Art ähnliche Technologie ausgetestet. Damals war das der sogenannte Feel-Belt-Gürtel. Den legt man sich um und der überträgt dann den Sound, also auch der Sound des Autos an deinen Körper. Der Nachteil an so einem Gürtel ist einfach, dass der zwar auch ähnliche Vibrationen überträgt, aber den musst du dir ja jedes Mal irgendwie anlegen, den muss man jedes Mal wieder einstöpseln und das ist alles so ein bisschen komplizierter und so ein Buttkicker, den schraubt man einfach einmal unter seinem Sitz fest. Am besten schraubt man ihn direkt in den Sitz rein, was ich in dem Fall auch gemacht habe, dass die Vibrationen über das Gestänge nicht so krass laut sind und so krass laute Geräusche dann machen. Und wie sich das Ganze anfühlt zu fahren, will ich euch jetzt hier mal in diesem Video etwas näher beschreiben. Neben der eigentlichen Bassbox, die man sich unter den Sitz oder am Sitz anschraubt, ist dann zusätzlich noch so eine Art Verstärker mit dabei. Und diese Verstärker, oder ich nenne es auch gern Mischpult, das Teil nutzt man dann einfach, um mit einer Fernbedienung dann quasi die Stärke einzustellen, also wie stark die Vibrationen sein soll, wo der High-Cut-Off-Filter liegen soll und der Low-Cut-Off-Filter, das sind dann so Begriffe. Damit könnt ihr dann die Feinheiten der Vibrationen dann einstellen. Das ist schon gefühlt High-End, was man da alles machen kann. Und dann könnt ihr an eurem PC über die App SimHub eben diesen Bass Shaker einstellen. Ihr könnt dann zum Beispiel einstellen, wie hart es kicken soll über euren Sitz, wenn ihr einen Gang hoch oder runter schaltet. Also die Vibration des Schaltens wird dann zum Beispiel übertragen an den Sitz oder zum Beispiel die Road Vibration oder eben wenn man über Curbs fährt. Ich habe jetzt zum Beispiel noch eingestellt, wenn die Reifen blockieren, dass es dann etwas ruckelt und die Engine Vibration, also wenn der Motor einfach an ist, dann merkt ihr in eurem Sitz quasi, dass euer Sitz so ganz, ganz leicht vibriert und das ist schon extrem, extrem cool. Wie man genau diesen Buttkicker jetzt unten am Sitz anschraubt, wie gesagt, ich habe das Ganze mit 3 Schrauben in meinen Sitz reingeschraubt, also ich habe unten am Sitz 3 Löcher gebohrt und habe den dann unten befestigt. Da könnt ihr euch aber sehr, sehr viele Tutorials auf YouTube anschauen, wie das Ganze funktioniert. Ich versuche jetzt einfach mal zu beschreiben, wie sich das Ganze anfühlt. Im Moment sind wir jetzt hier in Race Room, meiner neuen Lieblingssimulation. Wir sitzen im Audi der DTM von 2020 und im Moment, wenn ich jetzt hier im Sitz drin sitze, vibriert es so leicht
über meinen Körper durch den Sitz, einfach nur, weil der Motor an ist. Und das ist schon extrem krass. Jetzt, wenn ich jetzt noch eine VR-Brille auf hätte, dann würde es sich wirklich so anfühlen, wie wenn du wirklich im Auto drin sitzt. Denn du hast ja quasi die Rundumsicht mehr oder weniger und hast dann quasi die Vibration von unten von deinem Sitz, einfach nur, weil das Auto an ist. So, und jetzt ist der erste Gang jetzt zum Beispiel schon drin. Wir fahren jetzt hier mal raus auf eine erste Runde hier in Zolder und wir geben jetzt mal leicht Gas. Und wenn ich jetzt hier leicht aufs Gas drücke, dann vibriert es so ganz leicht über den kompletten Sitz, also über das komplette Rig. Und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hört im Video. Wahrscheinlich nicht, weil das eher so ein stumpfer Ton ist. Also man hört die Box ganz, ganz, ja, ganz, ganz schwach, wie so eine Bassbox, die im Hintergrund immer so ein bisschen summt. So, wir fahren jetzt hier mal ganz langsam raus. So, und schalten jetzt mal hoch in den zweiten Gang. So, und da gibt es immer so einen kleinen Kick. So einen ganz kleinen Kick über den Sitz. So, dritter Gang, vierter Gang. Wir fahren jetzt einfach mal so ein paar Meter und ich versuche einfach mal so ein bisschen zu beschreiben, wie es sich anfühlt. Also ihr bekommt es ja im Video nicht mit, weil ich mich ja nicht mitbewege, also nicht nach vorne, nach hinten. Also ihr seht es ja nicht. Aber ich spüre es eben über den Sitz. Wir schalten mal nochmal einen Gang runter. Wenn ich jetzt über den Curb drüber fahre, dann merke ich das so ganz leicht. Der Curb zum Beispiel, der ist jetzt nicht ganz so hoch. Er hier ist ein bisschen höher. Da merkt man mehr Vibrationen. Wenn ich jetzt etwas ins Gras fahren würde, dann habe ich jetzt auch ganz leichtes Grisseln quasi unter meinem Sitz. Das ist jetzt nicht so hart. Hier zum Beispiel, der Korb ist etwas heftiger, wenn man da drüber brattert. Dann merkt man das schon ordentlich am Hintern. Und da kommt es jetzt natürlich ganz drauf an, was ihr gerade für eine Strecke fahrt, wie viel Unebenheiten die Strecke eben hat. Umso mehr wird natürlich über den Sitz übertragen und man merkt eben ganz genau, was das Auto macht. Also wenn das Auto aufsetzt zum Beispiel, also wenn wir jetzt in einem F1 23 Auto sitzen würden, dann würde man merken, wenn eben dieses Porpoising beginnt, also wenn das Auto eben zu arg aufsetzt oder zum Beispiel auch Crashes, wenn wir einschlagen in die Leitplanke, dann wird das auch auf den Sitz übertragen, zum Beispiel auch durchdrehende Reifen, wie wir es gerade eben hatten. Merkt man dann einfach unter dem Sitz und es ist schon, muss man glaube ich mal selber gespürt haben, wie es sich anfühlt. Das ist natürlich nicht so krass wie in dem Video, was ich euch eben schon gezeigt habe, wo wir auf der Simracing Expo waren, dass es einen so ein bisschen nach vorne und nach hinten schüttelt. Es ist quasi eigentlich das Gerät, wenn man etwas weniger Geld ausgeben möchte. Aber man muss natürlich auch sagen, 360 Euro, da kannst du dir, wenn es hochkommt, auch gut mal ein Lenkrad für kaufen. Also es ist wirklich so ein Teil, was man sich wahrscheinlich nur zulegt, wenn man wirklich schon alles hat. Ihr habt einen richtig stabilen Sitz, also der muss echt richtig gut sein, der muss stabil sein, ansonsten wackelt das Gestänge zu arg, weil die Vibrationen sind schon echt richtig heftig, die da auf das Rig wirken. Also ihr braucht da schon was ziemlich Stabiles, wahrscheinlich so ein Alu-Gestänge oder irgendwas, wo man es richtig gut, richtig fest festschrauben kann. Also solltet ihr bei euch daheim schon so ein richtig stabiles Rig, so ein Alu-Gestänge haben oder irgendeinen Sitz, der wirklich bombenfest hält, wo man die Vibrationen nicht so krass spürt. Das ist natürlich so eine Sache, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Mietwohnung wohnt, dann hast du da schon echt mal Probleme, wenn jetzt jemand unter dir wohnt, weil die Vibrationen, die übertragen sich ja quasi über dein Gestänge auf den Boden und auch quasi im Nebenzimmer, wenn man es jetzt relativ laut eingestellt hat, solche Sachen, so ins Kies fahren, das hörst du dann halt auch über den ganzen Fußboden hinweg und da kann man sich entweder was überlegen, dass man das Rig irgendwie dämpft mit irgendwas, was man drunter legt, dass eben die Vibrationen nicht so krass sind und es gibt tatsächlich Leute, die kaufen sich dann irgendwie 4 solche Bass-Shaker und bringen an jeder Ecke des Rigs dann so ein Teil an und dann hast du zum Beispiel wie eben dieser kleine Crash hier auf der linken Seite, spürst du dann eben auf der linken Seite mehr, also auf der linken Seite deines Rigs, spürst du dann diesen Crash mehr und das ist schon echt extrem heftig. Und das für eigentlich relativ wenig Geld, wenn man mal überlegt, was so eine Motion-Plattform eigentlich kostet. Das, was man so auf den Messen ausprobieren kann. Und ich bin echt happy, dass ich das geholt habe. Also, ich wollte dieses Video einfach mal für euch machen, euch das mal zu zeigen, was da so drin ist, was man da so machen kann. Und ich glaube kaum, dass man das im Video jetzt irgendwie nachvollziehen kann. Aber ich habe es euch jetzt noch ein bisschen versucht, näher zu bringen. Checkt es auf jeden Fall mal aus. Das ist ein echt wahnsinniges Upgrade, wenn ihr alles schon habt, wenn ihr schon Triple Monitor habt, wenn ihr alles mögliche an Lenkrad-Equipment schon mal getestet habt, aber eben sowas noch nicht und noch nie vielleicht irgendwie so eine Motion-Plattform getestet habt, dann probiert es auf jeden Fall mal aus. Das war es auf jeden Fall mit diesem kleinen Buttkicker-Video. Mit dem werden wir auf jeden Fall ordentlich Rabatt machen hier in diesem Sim-Racing-Zimmer, wo ich aktuell noch zugange bin. Haut auch gerne einen Daumen raus und schreibt natürlich auch gerne eure Erfahrungen noch rein hier unten in die Kommentare. Ich verlinke auch gerne noch so ein paar Videos, wo man besser sieht, wie man so ein Teil anschraubt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.